Was die Männlichkeitsbilder der damaligen Zeit betrifft, es sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz war, dass ein echter Mann, der hat bitte weiß zu sein, ein angelsächsischer Background, der hat nicht jüdisch zu sein, der hat auch bitte nicht irisch zu sein. Also es gab da eine ganze Reihe von absolut rassistischen Abstufungen, ja, die das ideale Männerbild formten, auch in den USA. Und obwohl Superman wie Moses als Kind ausgesetzt wird, stark ist wie Samson und die Schwachen beschützt wie ein Golem, war er dennoch keine spezifisch jüdische Figur. Denn der außerirdische Übermensch alias Clark Kent wächst als prototypischer Amerikaner unter Puritanern in Smallville, einer Kleinstadt im mittleren Westen, auf. Er war auch mehr als die maskuline Ermächtigungsfiktion junger Männer. Superman war, wie der Comiczeichner und Pulitzerpreisträger Jules Feiffer verschreibt, die ultimative Assimilationsfantasie. Was bedeutet es für Einwanderer-Communities, und die Jewish Community ist natürlich eine davon, in einem Land zu leben, wo also WASP, White Anglo-Saxon Protestants die Norm sind? Und aus dieser Community kommt ja nicht nur Superman, da kommt Captain America her, da kommt Spider-Man her, da kommt Batman her. Also das ist ganz klar da und macht die Figur irrsinnig spannend, weil es auch wahnsinnig spannend ist zu sehen, wie so die Fanbase, also sowohl die amerikanische als auch die internationale, damit umgeht. Weil Superman, ich würde mal sagen, spätestens seit den 80ern, ja, ist nicht mehr nur den Amerikanern gehört, sondern eigentlich der ganzen Welt. Das sieht man immer stärker. Leporello. Von Roman Fiedel, Christa Eder und Markus Moser. Und das war Guten Morgen Österreich, heute mit einem Musikprogramm von Stefanie Madertaner. Techniker im Studio war Fridolin Stolz. Gleich 8 Uhr, Zeit für Information mit Andrea Maywald. Raphael Sass wünscht einen schönen Tag. Journal um 8. Guten Morgen, die Regierung.